Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Wir sind hier in der sibirischen Wildnis anscheinend und gucken uns mal an, was es hier überall gibt. Ich habe gerade irgendwie so einen random Ort gefunden, der komplett nutzlos aktuell für mich ist. Super. Ich habe halt irgendwie erwartet, dass ich hier was bekomme oder hier in das optionale Grab reinkomme, aber okay, das Grab ist hier vorne. Hätte ich vielleicht vorher mal gucken können. Aber egal. Wir haben ein bisschen gelootet, haben unsere Waffen nochmal angeguckt. Und unseren Bogen ein bisschen verbessert. Was ist denn hier die Mission? Also abgeschlossene Mission und Herausforderung. Es gibt vier verschiedene Herausforderungen. Und es gibt auch noch Missionen. Gut, verstehe ich. Hier war ich schon drin, ne? Ja. Das habe ich gelootet und da habe ich es hingesehen und dachte, da muss ich jetzt hin. Aber das Grab ist hier irgendwo in der Mitte. Ich sortiere ja, ich weiß. Aber hier sind gerade keine, oder sehe ich das falsch? Okay, ich kann nicht mal, wenn ich Steuern gedrückt halte, die Vision anbehalten. Sind hier wie keine Gegner? Okay, das kann ich aber nicht anschießen. Hat er Angst? Da kommt er mal wieder. So. Zwei normale Pelze. Na komm, nehmen wir mit, warum nicht? Wenn die Gratisflaschen sind. Und zwei Premium-Pelze. Und der hier hat zwei normale und zwei Premium. Und der hier hat. Das gleiche. Was haben wir hier? Sieht aus wie ein Feuer, was ausgemacht wurde. Warum immer das hier am Rand ist? Ich dachte, das läuft direkt weg. Aber nein, es dreht sich nur kurz um und dreht sich dann auf der Stelle im Kreis. Dankeschön, Spiel. Warum ist jetzt nicht das Lautlos ausgeschaltet? Ich hatte Lautlos ausgeschaltet oder nicht? Ich glaube nicht, dass irgendjemand gehört hat. Eigentlich habe ich mich jetzt von meinem Ziel ablenken lassen. Eigentlich wollte ich ja den Funkturm deaktivieren. Und jetzt bin ich hier einfach irgendwo hingelaufen und mache wieder was komplett anderes. Hm. Schade. Okay, da könnte ich hochspringen. Was ist ein Eichhorn? Ich denke mal, das hier würde irgendwie relevant sein. Ich brauche das Kampfmesser. Natürlich brauche ich das Kampfmesser. Ich kann es ja nicht mit meiner Axt machen, irgendwie eine blöde Seil durchzuschneiden. Fallen lassen. So. Da brauche ich den Seilpfeil, den ich natürlich noch nicht habe. Weil Lara hat ja vergessen, wie das funktioniert. Seit dem letzten Spiel. Also das, sowas finde ich ja immer blöd, wenn man irgendwie ein Spiel macht, wo man den Charakter weiterspielt und da hat man halt die Skills nicht mehr. Ist ja auch so ähnlich gewesen in Witcher. Da hast du halt Geralt in dem ersten Teil, im zweiten Teil gespielt. Und am dritten Teil musst du gefühlt alles wieder neu lernen. Also nicht alles, aber halt... okay, also da hat man halt nicht mehr irgendwie so die ganzen Monster lernen müssen. Aber trotzdem, dass man halt nicht dann so wieder den Stand vom letzten Spiel hat, ist halt irgendwie komisch. Ich meine, klar, spielerisch wird es halt blöd sein, wenn man dann, also für die meisten wird es halt blöd sein, wenn man dann vollkommen overpowered ist. Manchmal ist es natürlich auch cool. Aber so macht das halt einfach keinen Sinn, halt denselben Charakter zu spielen. Ja, optionales Herausforderungsgraben machen wir auch noch irgendwann. Kommunikationsrepeater. Trinity muss die installiert haben. Ja, okay, wir machen das einfach kaputt, so. Einfach die Axt ran gucken, was passiert. Wird schon klappen, wir sterben schon nicht dran. Warum denn auch? Oh, das habe ich nur gesehen. Du hast allen voran den Stern des Fortschritts entzündet. Es rühmt die Kosmonauten. Oh, das war's, cool. Gehen wir mal hin. Da ist ein Vogelnest, da ist auch ein Vogel, wie viele Vogelnester hier?
Ich meine, ich nehme erstmal alles mit, was ich finde. Schaden kann es ja nicht. Ich bin jetzt kein Profi, aber wieso sollte man hier so einen Flaschenzug hinmachen, der nur durch diese Bodenritze geht? Trinity will an die Quelle. Ich muss rausfinden, was sie wissen. Ja, ist gut, dass du das willst. Compoundbogen, ein Teil gefunden. Okay, stimmt. Das sind ja die, also die große Kiste bringt ja immer was für Waffen. Weiß ich ja mittlerweile. Ich finde es auch gut, dass Lara sich gerade einfach nicht festgehalten hat und einfach runtergefallen ist. Ich glaube, ich habe das Gröbste hier gemacht. Wir müssen weitergehen. Wahrscheinlich kommen wir das Grab auch gar nicht rein, weil wir dafür wieder irgendwie eine Pfeil brauchen oder sowas. Wo ist denn hier? Direkt vor uns. Also das hier unten. Denke ich mal. Ja, warum nicht? Interessanten Ort entdeckt. Ach, die Höhle. Okay, ist dann doch nicht. Doch da unten irgendwo. Wir gehen erstmal in die Höhle rein, gucken uns das an. Ich sehe gefühlt gar nichts. Ich hatte auch gerade das Gefühl, dass von hinten irgendwas kommt, also auf meinen Kopf hat sich das so angehört. Aber ist anscheinend nicht so. Ja, Lutodorf, danke. Meine Güte. Okay, da war es gerade kurz hell. Da hinten sind Pilze. Da sind Pilze. Pilze habe ich aber voll. Leider. Na los. Irgendwo ist halt auch noch ein Doggo. Bisschen Erz klauen. Aber schaden kann es ja nicht. Oh, Plünder, cool. Ist das die Karte schon hierfür? Oh ja, neues Dokument. Neue Dokumente und Wandgemäldeposition enthält. Ist nice. Schaden kann es nie. Es hört sich ganz an, als würde irgendwas um mich rumwuseln. Okay, Dornbusche darf ich nicht durch. Ich würde sagen, ich bin jetzt fertig. Das hat, ja, hat das jetzt als Herausforderung gezählt? Nein. Okay. Aber sonst ist hier doch gar nichts. Oder? Ja, wir stellen nicht so an. So kalt ist es nur auch nicht. Also ich sehe jetzt erstmal nichts weiter. Ich bin mir nicht sicher, was die Mission jetzt gesagt hat. Wo ist denn hier noch was? Da ist noch ein Relikt. Wegpunkt setzen. Wo ist es denn? Okay. Ist doch noch hier irgendwo drin. Aber wie weit das jetzt zerstören müsste, vielleicht. Den Ort hätte ich safe nicht gefunden. Also ich hätte einfach nur hier lang gehen müssen, aber gar nicht dran gedacht. Ein Familienfoto. Russland, späte 1950er Jahre. Vielleicht war einer von ihnen hier gefangen. Oder auch nicht. Hier steht etwas geschrieben. Erinnere dich. Okay, Gulag? Irgendwas? Stand gerade Gulag-Besitzer? Was ist denn damit? Weil mein Zielkreuz wird nicht rot davon, das heißt, ich soll es nicht anschießen. Aber ich weiß nicht, was ich damit sonst machen sollte. Hier unten ist, glaube ich, noch was. Das ist nur die hier. Schade. Gleich brauche ich eine höhere Pfeilgeschwindigkeit. Hat der Dogo keine Lust mehr auf uns? Okay, wir sind voll mit Pelzen. Das heißt, ich müsste mal schnell craften gehen. War doch hier oben was, ne? Oh, noch eine Karte. Und die soll ich gerne mit? Neue Dokumente und Wandgemäldeposition. Okay, ich finde es ein bisschen schade, dass es davon jetzt mehrere gibt. Also, ich fand es halt gut, dass man immer einen gefunden hat. Davor ist noch ein Relikt. Was ich verpasst habe. Ich glaube, das ist der Raum, wo wir rausgekommen sind, oder? Wo ich gesprengt habe, aus Versehen.
Okay, also ich glaube, wir haben das meiste hier schon erkundet. Dann einmal hier hin. Wir können natürlich nicht von hier aus hin, oder? Und doch von hier vielleicht. Mit dem Truck kann ich leider nichts machen. Ich kann Holz mitnehmen. Ich glaube, das Holz brauche ich auch für irgendwas. Oder? Okay, da hättest du doch einfach dich langhangeln können. Also, so weit war es jetzt auch nicht clever. Da stellt sich mal jemand an. Wir können ja noch eine Schnellreise wagen. Um das Relikt noch zu holen, was wir vorher hatten. Was hatte ich denn hier? Inventar, die wollte ich mal gucken. Das hier, genau. Das wollte ich machen, weil mehr Zeug ist wichtig. Ah, okay, und dafür brauche ich Handwerksmeister, die ich ja schon gesehen habe. Also Fallköcher, weiß ich nicht, also es kostet halt nicht allzu viel. Also klar, Stoff ist ein bisschen Mangelware aktuell. Und hierfür auch. Aber ansonsten haben wir halt alles. Ach komm, wir machen den Köcher noch schnell und dann haben wir das auch. Was wollen wir hierfür? Bärenfell haben wir. Und gut, den Rucksack können wir als nächstes sogar machen, wenn wir dann das nächste Mal leveln. Und wir halt genug Zeug sind, also wir haben halt das Seltene, sag ich mal. Compound Bomb, okay, da fehlt das noch. Das heißt, die Waffen, ich weiß ja nicht, wie das funktioniert, warum wir die jetzt schon alle haben. Ob das wirklich vom DLC ist? Okay, die macht halt weitaus mehr Schaden, hat ein bisschen wenig Rückschussstabilität, aber sie schießt sehr langsam dafür. Ich glaube, der Revolver ist erstmal ganz cool. So, dann wollte ich nochmal hier hingehen und gucken, dass ich das Relikt noch schnell hole. Könnte sein, dass das Relikt die eine Munitionskiste ist, wo ich dachte, das eine wäre. Konstantin ist hier. Der Mann, der mich in Syrien angegriffen hat, er sucht nach der göttlichen Quelle. Okay. Also das hier scheint aber so der Hauptbereich zu sein, weil so 18 Relikte und sowas, das gab es im ersten Teil der Trilogie ja gefühlt gar nicht. Warum habe ich da, also warum kann ich dieses ja mitnehmen? Was habe ich verbraucht? Okay, da ist erstmal noch was ich vorher gar nicht gesehen habe. Aber wir müssen dafür dann hier hoch, wie es scheint. Immerhin brennt es auch nicht mehr so schlimm. Okay, es ist nicht diese Kiste hier. Aber bin ich denn hier richtig? Ja, okay, doch bin ich, aber es ist doch noch ein bisschen weiter hinten. Ist im letzten Raum, okay. Huh. Wo denn? Da hinten. Ah, okay, da kommen wir noch nicht hin. Das war das verschlossene Ding. Schade, ich dachte, ich hätte das übersehen und es wäre hier in diesem großen Raum gewesen. Ja, auf der Karte sieht es auch nicht so aus, als wäre es in dem großen Raum. Ich habe halt gedacht, der Raum wäre so aufgebaut gewesen, aber schade. Dann können wir nochmal zurückgehen. Ich weiß nicht, ob sich porten oder einfach hingehen lohnt. Oder das Porten dauert hier auch ganz schön lange, obwohl das Spiel halt auch eine SSD liegt. Hm. Oh, ich dachte, ich hätte meinen Bogen ausgerüstet. Habe ich aus dem einen Pfeil, also aus dem einen Köcher, nur vier Schuss bekommen oder vier Pfeile bekommen? Obwohl ich, okay, hier können wir hin. Obwohl ich so wenig hatte? Das ist ja gemein. Ich dachte, das bringt mir viel, viel mehr. Ah, hier ist auch eine Karte. Wusste ich natürlich. Neue Dokumente, Wandgemäldeposition enthüllt. Gut. Okay, und da darf ich wahrscheinlich nicht hin oder soll ich nicht hin? Also ihr sagt, hey, geh da mal nicht rein, such dir mal einen anderen Weg. Was haben wir denn jetzt überhaupt freigeschaltet? Also ich weiß halt nicht, was schalte ich denn damit immer frei? Okay, ins Dunkel, Höhlenerforscher, aber die habe ich dann nicht? Obwohl noch, ich habe ja schon eine, stimmt, die ist ja erst erforscht, genau. Und die ist einfach nur in der Mitte der Karte, das heißt, die muss ich auch noch erforschen. Und da muss ich halt die anderen noch finden. Okay, also hier jetzt ist der Hauptweg hier rein. Warum hat der gesprengt ist? Muss ich nicht verstehen, glaube ich. Aber der ist auf jeden Fall gesprengt. Und wir müssen jetzt wohin?
Ich könnte hier rüberspringen oder ist halt. Okay, gut. Ich springe einfach über den Stacheldraht. Ich dachte, das mag leider nicht und hängt dann dran fest und wir sterben. Aber nein. Dann ab hier lang. Da sind wir auf die beiden Leutchen zugestürmt. Da unten kann ich gleich noch was aufziehen. Haben Sie es geschafft? Noch nicht. Ich habe noch nicht alle gefunden, aber bald. Genau, hier ist nämlich noch was. Das bekomme ich noch nicht runter. Genau, da brauche ich nämlich noch Seife dafür, aber ich wollte mal angucken, ob es da wirklich ist oder ob das nur so aussah. Gut, dann würde ich sagen, rennen wir mal. Zu dem kleinen Bergchen über der Höhle. So tief ist der Schnee jetzt auch nicht, aber stell nicht so an. Ja, optionales Herausforderungsgrab. Ich kann aber, was es ist. Ich könnte mir theoretisch markieren, ne? Ich kann mal gucken, ob ich es finde. Okay, es ist irgendwo im Boden. Hier ist noch Munition. Okay, gleich beides mitgenommen. Okay, hier sind keine Dogs. Ich dachte, ich hätte einen Bellen gehört. Okay, wie komme ich da hin? Also wirklich, keine Ahnung. Da oben ist noch ein Funkturm, da will ich jetzt mal hin. Und den schon mal ausmachen. Warum? Ich springe da ran, drücke E. Lara denkt sich, ach nö, warum denn? Heute möchte ich da nichts machen. Muss ich einen Doppelsprung machen oder was? Nee, ich muss hier rum. Klar. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Vogelnest, können wir mal mitnehmen für die Federn. Bisschen eisig hier. Okay, höre ich hier einen Wolfi? Ich hoffe, der ist nicht auf dem Berg hier drauf. Okay, ganz schön kompliziert hier hochzukommen. So, dann einmal was kaputt machen hier. Ich wollte eigentlich das Vogelnest haben. Erstmal. Oder auch nicht. Da ist so eine Höhle. Da ist noch ein Ding. Kann ich da einfach ranhopsen? Oder ich springe einfach gar nicht. So. Da war noch kaputt gemacht. Da ist noch einer. Für Minute der vierte. Erstmal hier umgucken und alles looten. Wo sind denn hier die Wolfis? Ich höre die doch die ganze Zeit, ich sehe sie nicht. Es wäre cool, wenn ich die sehen würde. Da ist doch nur ein Hase. Okay, das könnte der optionale Eingang sein zum Grab. Oder der Grab zum optionalen. Der Eingang zum optionalen Grab, meine Güte. Okay. Ach, ich kann jetzt davon mehr tragen, weil ich jetzt wieder. Weil ich die größere Tasche gebaut habe. Genau das wird sein. Okay. Das Grab darf ich noch nicht machen, weil ich keine Seilpfeile habe. Ich kann mir vorstellen, dass der Typ mir das vielleicht erklärt, wie ich das mache. Also, dass er mir sagt, wie ich Seilpfeile mache. Wenn ich ihm geholfen habe. Oder er gibt mir wirklich nur den Dietrich. Hm. Weil er ist ja auch ein Bogenschütze, dann können wir bestimmt sagen, hey, also machst du die Seilpfeile und kannst du die Sachen machen. Probieren wir unter meinem Haus aus. Aber vielleicht auch nicht. So. Also man kann die optionale Mission auch komplett skippen, aber warum sollte man das tun? Okay. Ich soll dahin für meine Mission, das heißt, wo soll ich erstmal zu dem da hinten? Vielleicht irgendwie nach oben gehen, dass wir dann auf alles so ein bisschen runter gucken können? Besten Fall auch halt, wenn wir irgendwo nicht direkt hinkommen, dass wir dann
Okay, funktioniert natürlich gar nicht. Nicht dastehen und nicht wissen, was wir tun, sondern einfach runterspringen könnten. Hm. Ich sehe aber gerade nicht so viel. Naja, ich würde erstmal sagen, das reicht für diesen Part. Ich hoffe, es gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.